Pikante Outfits sind das Markenzeichen von Bella Hadid. Das 20-jährige Model wird im vergangenen Jahr schlagartig berühmt, als sie beim Filmfestival in Cannes in einem roten Kleid für einen Nacktskandal sorgt. Damals handelt es sich um eine Robe des Designers Alexandre Vauthier, der am Dienstagabend in Paris seine Haute Couture-Kollektion präsentiert. Da darf sein Vorzeigemodel natürlich nicht fehlen. In einem Transparenttop aus schwarzem Chiffon defiliert sie am Laufsteg, unten ohne. Durch den dünnen Stoff scheinen ihre Brüste durch. Mit Sicherheit kein Zufall, sondern PR-Kalkül. Die Runway-Bilder gehen nun um die Welt. Aber auch der Rest der Modenschau hat es in sich. Vauthier gemahnt mit seiner Kollektion an die legendäre Clubszene der 80er. Ledergürtel und Stiefeletten werden mit weiten Hosen und engen Oberteilen kombiniert. Dramatisches Make-up und Glitzer sorgen für Studio 54-Feeling.